süßig sind, klitzekleine Wesen. Sogar mit ner Lupe sind sie fast nicht zu sehen. Es ist fast nicht zu glauben, sie sind so winzig klein. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Der Kühlschrank. Das war's. Hausaufgaben. Alle erledigt. Dick, du bist dran. Bleib ganz ruhig. Du steckst echt fest. Simba, ich komm doch wieder los, oder? Na klar. Aber ich befürchte, Nolik, dass das eine Weile dauern wird. Tom Thomas, hilf mir. Was ist denn los? Guck, dieses weiße Zeug hat sich Nolik geschnappt und lässt ihn nicht mehr los. Oh, das ist Kaugummi. Es war mein Kaugummi. Oh, vielen Dank, Tom Thomas. Wie ist jetzt eigentlich der Plan, mich hier abzukriegen? Ich weiß schon wie. Wir müssen es einfrieren. Ich habe mich auch mal auf Kaugummi gesetzt und Mama hat meine Hose ins Kühlfach getan. Der Kaugummi ist gefroren und fiel ab. Ich will nicht ins Kühlfach. Keine Sorge, Nolik. Ich bleibe die ganze Zeit bei dir. Halte durch. Es wird nicht lange dauern. Warum soll ich durchhalten? Das Kaugummi hält mich ja schon fest. Simka, wieso ist es im Kühlfach so kalt, wenn es draußen so warm ist? Ich erklär's dir. Ein Kühlschrank hat eine Pumpe, die eine spezielle Flüssigkeit durch eine lange Röhre presst. Ein Teil dieser Röhre befindet sich im Kühlschrank. Dort wird die Flüssigkeit in Gas verwandelt. Dafür absorbiert sie die Hitze von allem Inneren und das macht den Kühlschrank kalt. Die Pumpe saugt dann das Gas an und befördert die heiße Flüssigkeit in die Röhren am hinteren Teil des Kühlschranks. So kann all die Hitze, die im Inneren gespeichert wurde, nach draußen in die Luft entweichen. Ich wäre gern dort, wo es warm ist. Halt durch! Ich hole uns ein paar warme Sachen. Ich will nicht durchhalten. Ich will mit dir gehen. Sei jetzt tapfer. Ich warte. Tom Thomas, mach jetzt auf! Marcia, haben wir irgendwo was Warmes zum Anziehen? Wieso brauchst du warme Kleidung? Ach, nur so. Also, ich möchte wissen, was hier los ist. Hurra! Tom Thomas, Simka, mach die Tür jetzt auf! Sieht so aus, als ob ich hier bald erfrieren muss. Ein Fixie ist ständig von allen möglichen Gefahren umgeben. Auch in einem dunklen Kühlfach kann sich ein Fixie verlaufen und erfrieren. Wenn er nicht aufpasst, dann kann er in einer Waschmaschine oder in einem Geschirrspüler ertrinken. Ein leichtsinniger Fixie läuft stets Gefahr, einen elektrischen Schock zu bekommen. Oder angenommen, es entsteht ein Feuer durch einen Kurzschluss in irgendeinem Gerät. In solch einem Fall muss man weglaufen, wenn man überleben will. Und wie steht es um Menschen? Naja, denen sind wir Fixies ziemlich egal. Also können sie aus Versehen etwas auf einen Fixie fallen lassen oder auf ihn treten oder ihm einen Fußtritt verpassen. Wenn ihr also nicht rechtzeitig aus dem Weg geht, Was ich also sage, Fixies, ist, seid vorsichtig da draußen und passt auf euch auf. Handelt klug und bleibt in Sicherheit, Kameraden. Ich verstehe das einfach nicht. Er war genau hier. Armer Nolik. Ich frag mich, wo er ist. Guck mal hier, Fußabdrücke. Nolik, du lebst. Aha, ja. Ich war so in Sorge. Wie bist du da bloß rausgekommen? Du hast mir doch
gekrabbelt, bis es heiß wurde. Und dann war ich hier. Hey, da kommt ja Rauch aus dir raus. Wir müssen dich sofort abkühlen. Hä? Wo? Ich will nicht in den Kühlschrank. Halt, ich mach doch nur Spaß. Es ist ganz hart gefroren. Daran könnte ich mir die Zähne ausbrechen. Du willst das doch nicht nochmal kauen. Nie und nimmer. Schon gar nicht, nachdem Nolik drauf gesessen hat. Du hättest es nicht hintun sollen, wo es nicht hingehört. Hey, es tut mir ja leid. Ich schmeiß es schon weg. Wie wäre es denn mit dem Mülleimer? Der Mixer. Marcia, warum müssen wir wieder zum Geschirrspüler hingehen? Es liegt ein anstrengender Tag vor uns, Kinder. Und wir alle müssen Energie tanken. Ich mag es nicht, mich hier im Geschirrspüler aufzuladen. Wäre dir die Mikrowelle lieber? Oder der Wasserkocher? Nein, danke. Ich mag allgemein nicht, mit Küchengeräten aufgeladen zu werden. Die interessieren mich einfach nicht. Und wo ist es denn interessant, hä? In dem Computer. Marcia, darf ich mich bitte im Computer aufladen? Die Energie dort ist so süß. Unsere Ernährung muss ausgewogen sein, Nolik. Nicht nur sehr lecker. Leute essen ja nicht nur Süßes, stimmt's? Menschen erhalten Energie vom Essen, während Fixies ihre Energie aus Geräten beziehen. Menschen essen alle Arten von Nahrung, genauso wie Fixies. Sie benötigen die Energie, die aus verschiedenen Geräten kommt. Durch das Aufladen in einem Auto wird ein Fixie schneller. Durch einen Computer klüger und durch eine Uhr genauer. Um gute Energien zu tanken, sollten sich Fixies nicht nur an einem Platz aufladen, wie im Fernseher. Gesünder ist, sich von einem Gerät zum anderen zu bewegen. Guten Morgen, Tom Thomas. Was ist denn los? Zum Frühstück gab's Müsli mit Milch. Mama sagt immer, Milch ist so gesund. Aber ich find sie einfach ätzend. Aha, Nolik, da bist du. Geh dich aufladen. Zack, zack. Ich gehe nicht. Hier ist Tom Thomas. Er will auch kein Frühstück haben. Warum denn nicht? Er findet die Milch ätzend. Ätzend, hä? Er weiß einfach nur nicht, wie man sie richtig trinkt. Schaut mal, was wir hier haben. Was? Was? Nen Mixer. Ein Mixer ist ein Küchengerät, welches man verwendet, um verschiedene Zutaten zu mischen. Mit einem Mixer können wir Dinge wie Glasuren, Soßen oder ein Omelette machen. Das Leckerste aber, was man mit einem Mixer machen kann, ist ein Milchshake. Es ist ganz leicht. Gebt Früchte, Sirup, Saft, Eiscreme oder alles, was ihr wollt, in einen Behälter und gebt Milch dazu. Nehmt nun den Mixer und rührt alles zusammen, bis es cremig und lecker wird. Das wär's. Somit habt ihr einen Milchshake. Also, was hätten wir denn alles für einen Milchshake? Wir haben Himbeermarmelade. Geht das? Das würde gehen. Und Erdbeermarmelade? Das wäre auch toll. Hier ist eine Banane. Ich habe auch Schokolade. Guck. Und ich habe hier Erdbeereiscreme. Schmeißt den Mixer an. Stehst du am Morgen früh auf? Oh ja. Stehst du am Morgen früh auf? Gib dir dein Frühstück viel Kraft? Oh ja. Wenig Milch, oh ja, du brauchst ein klein wenig Milch. Du brauchst ein klein wenig Milch, oh ja, du brauchst ein klein wenig Milch. Du brauchst ein klein wenig Milch, oh ja. Du brauchst ein klein wenig Milch. Wow, der Mixer ist cool, oder?
Können wir noch einen Shake machen? Nur einen, die waren lecker. Klar, wenn du willst. Oh, wo ist die Milch hin? Ich glaub's nicht. Du hast sie ausgetrunken. Und ich kenne jemanden, der gesagt hat, Milch ist ätzend. Ich wusste nur nicht, wie man sie trinkt. Simka, was in aller Welt hast du dir da gedacht? Und was ist mit Nolik? Shh, komm mal, ich zeig's dir. Nolik, hier bist du. Warst du nicht der, der gesagt hat, das Aufladen in der Küche sei langweilig? Der Mixer ist aufregend. Er spendet Energie, die lecker schmecker und nahrhaft ist. Die Mikrowelle. Okay, Kinder. Im heutigen Unterricht werden wir uns mit dem Mikrowellenofen befassen. Es ist ein besonderes Gerät, welches Menschen nutzen, um verschiedene Arten von Nahrung aufzuwärmen. Oh, toll. Könnte es passieren, dass auch wir hier aufgewärmt werden? Auch das werdet ihr natürlich lernen, wenn ihr gut aufpasst. Wow. Kapiert? Und jetzt hör gut zu. Ich höre zu. Ich höre ja zu. Natürlich gehen junge Fixies in die Schule, genau wie Menschenkinder. Allerdings bringen ihnen ihre Eltern auch wichtige Dinge bei. Fixie-Eltern nehmen ihre Kinder auf Ausflüge in verschiedene Geräte mit und bringen ihnen bei, wie man sich richtig um sie kümmert. Fixie-Väter ziehen es vor, ihren Kindern Computer, Spielsysteme oder Fernsehgeräte zu zeigen, während Fixie-Mütter hingegen mehr Wissen über verschiedene Küchengeräte vermitteln. Hin und wieder taucht ein neues Gerät im Haus auf. Etwas, mit dem sich die Fixies vorher noch nie mit auseinandergesetzt haben. Um zu lernen, wie es funktioniert, tut sich die ganze Familie dann zusammen und studiert die Bedienungsanleitung, die die Menschen zwar drucken, sich aber meistens nicht die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Nun wird es Zeit, sich das Magnetron anzuschauen. Das Teil, welches Mikrowellen ausströmt. Ah, das heißt, das Essen absorbiert die Mikrowellen und so wird es warm. Richtig. Nun blickt mal vorsichtig nach links. Hurra! Freiheit! Oh, Tom Thomas. Was sagst du? Willst du Trickfilme sehen? Ich kann nicht. Ich muss Hausaufgaben machen. Dann mach dich schnell fertig. Immer wenn ich anfange, Hausaufgaben zu machen, werde ich aus irgendeinem Grund hungrig. Dann iss einfach schneller. Nee. Je schneller ich esse, desto früher muss ich anfangen, Hausaufgaben zu machen. Hm, es ist schon kalt geworden. Es muss aufgewärmt werden. Eine Minute genügt. Dies sind nicht nur gewöhnliche Drähte, dies sind... Oh! Oh! Marcia, was ist denn los? Es scheint mir eine Überladung zu sein. Die Mikrowelle könnte ausbrennen. Dann lass uns schnell hier rauslaufen. Was meinst du mit laufen? Wir müssen die Mikrowelle retten. Oh, was ist mit der Mikrowelle? Ist sie jetzt kaputt gegangen? Wen kümmert das schon? Die Hauptsache ist, dass Simka und Marcia noch heil sind. Guck, da ist niemand. Natürlich nicht. Wir waren hinter der Wand. Du glaubst nicht, was da drin los war. Na, jetzt ist alles klar. Tom Thomas, warum hast du die Gabel in die Mikrowelle getan? Warum nicht? Meinst du, ich darf das nicht? Merke
danke dir. Tu auf gar keinen Fall Metallgegenstände in eine Mikrowelle. Durch Gabel, Löffel oder Messer kann die Mikrowelle verbrennen. Und dann kann nicht einmal ein Fixie sie reparieren. Sogar ein dünner Metallstreifen auf einem Teller kann Probleme bereiten. Man sollte auch kein verpacktes Essen oder Flaschen in einer Mikrowelle aufwärmen. Und eine letzte Sache. Lasst euch bloß nicht einfallen, Eier in ihren Schalen da drin zu kochen. Die würden einfach explodieren. Entschuldigung, das wusste ich alles nicht. Nolik, warum hast du nicht mitgedacht? Wieso hast du Tom Thomas nicht gewarnt? Hm? Naja, ich... Weil du geschwänzt hast. Und es auch nicht weißt. Nolik, wo gehst du hin? Ich rede mit dir. Wohin wohl? Ich werde alles über Mikrowellen lernen. Und ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Aber erst willst du doch was essen, oder nicht? Nein, ich werde doch nichts essen. Erstmal gehe ich für eine halbe Stunde Computer spielen. Die Biene. Tom Thomas? Hallo. Wieso isst du die Marmelade direkt aus dem Glas? Na, weil sie schmeckt so gut. Oh, eine Biene. Kusch, geh weg von hier. Was hast du denn? Es ist doch nur eine normale Biene. Ich bin mal von so einer normalen Biene gestochen worden. Tom Thomas, hör damit auf. Weg mit dir, du Plage. Fliegen sind eine Plage. Bienen sind sehr hilfreich und nützlich. Wie kann denn eine Biene hilfreich sein? Bienen sind harte Arbeiter. Sie sammeln ständig Nektar von den Blumen. Sie fliegen von Blume zu Blume und befördern Pollen auf ihren Bäuchen. Dank des Bestäubungsvorgangs erzeugen Blumen Früchte und Samen. Auf diese Weise helfen Bienen Pflanzen bei der Fortpflanzung. Die Bienen stellen aus dem gesammelten Nektar den allseits beliebten süßen Honig her. Und Bienenhonig ist nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft. Na und? Ich habe immer noch Angst. Was, wenn sie mich beißt? Bienen beißen übrigens nicht. Sie können stechen. Sprich dein letztes Gebet. Halt! Die Biene hat viel mehr Angst vor dir. Du Tyrann! Ja, lass sie in Ruhe, Tyrann! Warum beschimpft ihr mich? Wer hält sie auf? Sie kann wegfliegen, wenn sie will. Wir müssen ihr den Weg nach draußen zeigen. Aber wie? Hier, kleine Biene. Kss, kss, kss. Hier entlang. Warum probierst du nicht? Hey! Was soll ich dann machen? Beweg dich nicht, sonst sticht sie dich. Sie will nicht stechen. Ihr beide mögt Süßigkeiten und Marmelade. Und die Biene eben auch. Warum trägst du Kaubacke nicht zum Fenster hin? Los doch, flieg! Nein, so wird das nichts. Du musst noch mehr Marmelade holen. Hier, kleine Biene. Lecker. Los, flieg doch. Du bist frei. Lass sie erst essen. Hab doch Geduld. Ich hab ja Geduld. Wenn sie isst, kann sie aus der Marmelade Honig machen. Vor langer Zeit konnten die Leute Honig nur sammeln, indem sie die Nester der wilden Bienen verwüsteten. Und das ging so lange, bis jemand auf die Idee kam, diese Insekten zu zähmen. Sie begannen erstmal damit, den Bienen genug Honig zum Überwintern zu überlassen. Man hütete die Bienen in diesen Hohlräumen, bis die Leute es lernten, kleine Häuser für sie zu bauen, die Bienenstöcke genannt werden. Eine kleine Stadt mit solchen Häusern wird Imkerei genannt. Bienen leben und arbeiten zusammen in den Bienenstöcken und machen Honig, während die Imker auf sie aufpassen und den Honig einsammeln.
Bienen sind echte Teamspieler. Sie sagen sich gegenseitig, wo die besten Pflanzen wachsen. Wisst ihr, wie sie es machen? Eine der Bienen führt einen Tanz auf, während die anderen zuschauen. Auf diese Weise finden sie heraus, wo sie hinfliegen müssen. Armes Ding. Tom Thomas hat dich müde gemacht. Du brauchst echt keine Angst vor ihr zu haben, siehst du? Sie ist ganz lieb und gütig. Ich habe keine Angst mehr. Ich wollte doch nur meine Marmelade essen. So, jetzt wird's aber Zeit für dich loszuschwirren. Wow, das mag sie wohl nicht. Ich will's probieren. Nolik, du bist zu klein. Fürs Zähmen musst du erst größer werden. Wow, 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 ganz ruhig. Und jetzt flieg los. Hey, Simka, das Fenster ist da. Ich weiß, das sehe ich auch. Wie kriege ich dich dazu, umzudrehen? Cool, hurra! Sie hört auf mich! Juhu! Verpasst das Fenster nicht! Jetzt! Bis dann, Honigbiene! Tidisch! Tom Thomas, hast du noch was von der Marmelade? Ja, wofür denn? Gib mal her, wir holen noch mehr Bienen. Wieso? Was meinst du mit wieso? Ich will